Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge Diablo. In der letzten Folge haben wir noch mit Lea gesprochen, die zu uns meinte, hey, wir müssen doch ihren Onkel finden und ja, was man halt so als junge Frau sonst noch für Probleme hat, bei der ein Mönch ihr denn helfen könnte. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Gut gemacht. Türen kannst du schon mal aufmachen, Lea. Ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Oh Gott. Das ist ein Scheißmuff. Als den Dämonen in die Hände fiel. Die tödliche Reichweite. Ist sie so sinnvoll? Ja, jeder dritte Gegner. Wir lassen es mal drin. Im Prinzip ist es eh noch egal. Und vielleicht gibt es ja richtig fette Runen dafür. So, fast kaputt. Schaut, ein verborgener Keller. Oh nein. Folgt mir. Hier liegen die Geheimnisse eurer Mutter verborgen. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Habe ihnen nie geglaubt. Dann machen wir die mal kurz platt hier. Ich finde den Mönch einfach klasse. Macht so richtig Spaß. Ey, ein Kurzschwert des Verwundens. Kann man ausrüsten. Weil das ist sinnvoller als eine dämliche Keule. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich finde euren Onkel. Ihr bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Er ist letzte Nacht zu mir gekommen. Gern geschehen, Lea. Ich ahnte, was ich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Dann ich tröstete ihn auf so gut ich konnte. Zur nächsten Mission. Oh nein, Zombies. Shit herbt. Shit herbt doch alle. So, dann schnappen wir uns mal hier die regenerative Stofftunika. Die, naja, noch schlechter ist als das, was wir eh ausgerüstet haben. Schön, gell? Ah, Mann. Ich bin mal gespannt, wie bei der Mystikerin das Zeug für den aussieht. Ach ja, hier kann man herunter. Oh, eine Truhe. Wie sollten sie öffnen? Oh nein, wo kommen denn die Gegner her? Wie überraschend. Marco, und jetzt ist er tot. Auch nicht schlecht. Gut, wir haben schon mal eine neue Waffe. Wir können unsere Keule loswerden. Leute, es geht aufwärts mit unserem Mönch. Ich bin so glücklich. Okay. Was? Das ist ein harter Ficker, hä? Tätowierter, harter Ficker mit Bart. Krass. Ja, es geht aufwärts. Er hinkt zwar immer noch meinem anderen Charakter böse hinterher, aber was soll's. Das wäre, wenn ich schon ein Level, nehme ich das Ganze doch auch gleich auf. Die Kathedrale von Tristram. Hier fällt der Stern ein. Ach ja. Ich habe in der letzten Folge, habe ich ja gefragt, ob ich den ziehen lassen soll. Das Problem ist, ich nehme gerade mehrere Folgen am Stück auf, weil ich ein bisschen vorproduzieren muss, weil demnächst bei mir wieder ein bisschen Stress losgeht. Und deswegen könnte sich das erst später auswirken oder ich lade es einfach nicht hoch. Das kann auch passieren. Wobei es ein Schwan mehr, wenn ich es eh vorproduziert habe. Okay. Ich mag die Dungeons hier, die sind echt so schön gemacht. Das klingt ein bisschen ironisch betont, aber ich finde es eigentlich echt schön gemacht. Außer, dass es jedes Mal zufallsgeneriert ist und ich mir jedes Mal den Arsch absuchen muss. Zum Beispiel bei den Kopfgeldern. Da stresst das Ganze dann schon. Oh nee. Oh ja!
Warum fallen hier Leichen runter? Genau. Schreien ein bisschen ist immer eine gute Idee. Wir haben gleich ein Level-Up, sehe ich gerade. Spätestens, wenn wir den Fettsack hier gekillt haben. Ja, gut eingeschätzt, da. Okay, dann sekillen wir mal. Wieso schmeiche ich eigentlich immer so dumm? Das ist ja sauteuer. Während des Kanalisierens. Wir probieren es mal aus, was kann das? Stürmt durch die Reihen eurer Gegner und fügt ihnen Schaden zu. Ja, machen wir doch mal. Okay. Sonst haben wir nichts. Schade. Ja, dann laufen wir hier mal weiter. Vielleicht gibt es hier ja was Tolles. Ja, so kleine Viecher. Ich bin noch nicht wieder daran. Ah. Eine üble Seuche hat das Land ergriffen. Das ist scheiße. Die Aasfledermäuse haben etwas damit zu tun. Den Skill mag ich jetzt schon nicht. Seit ich hat sich ihre Anzahl stetig vergrößert. Oh, wir haben den Lichtblitz noch gar nicht eingesetzt. Die hier lauern, langsam in Stärke. Das sollten wir mal tun. Ich fürchte, das Schlimmste steht uns noch bevor. Okay. Na, ich mag so Skills nicht. Wo man dauerhaft draufbleiben muss. Irgendwie kriege ich da die Krätze. Lieber so. Okay. Ah ja, okay. Das bringt, glaube ich, nicht so viel. Glaube ich. Stirb! Sterben die, bevor der Kronleuchter überhaupt landet? Also sogar auf dem Ufer gelandet ist. Ein paar Fledermäuse töten. Ich bin auf jeden Fall froh, jetzt wo ich das hier spiele, dass ich auch so ein Singleplayer-Projekt habe. Auch wenn Diablo jetzt nicht unbedingt das Singleplayer-Spiel schlechthin ist. Weil ich sag mal, Timo mit seinem Half-Life legt da schon ordentlich vor, ne? Muss ich sagen. Oh, ein Schatz. Was war das für ein cooles Geräusch von ihm? Oh nein! Du schwuler Scheißgoblin! Danke. Obwohl, wir haben schillernde Tränen gefunden. Habe ich ja nur 500.000 oder so. Okay. Die Folge geht auch gar nicht mehr so lang, merke ich gerade. Ja, dann tun wir mal unser Bestes, hier durchzukommen. Kann sein, dass ich die ein bisschen. Stirb doch. Ein bisschen überziehen werde. Weil ich gerne die Mission einfach beenden würde. Und zurück in die Stadt gehen würde. Wobei, wenn ich die. Schaffe ich das in 5 Minuten? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, wenn ich hier so rum euer. Erfahrung. Mein Name ist Lachnanan und ich bin verflucht. Von ist der noch ich auf der ersten der Ebene. Von König Leoriks Armee lebte nur halt für Maul. Juckt mich nicht. Ich soll aufhören, Nico zu gucken. Juckt mich nicht. Oh Mann, wo geht's denn lang? Ja, ich werde trotzdem wahrscheinlich bei der normalen Folgenlänge bleiben. Und so weit komme ich gar nicht. Oh. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Das sind wir, Alter, das sind ja wohl die schlechtesten Elite-Gegner der Welt. Waren die am Anfang immer so einfach? Ich hatte die immer schwerer in Erinnerung. Wesentlich. Okay. Ich habe da so einen kleinen Verdacht, wo wir langlaufen. Wie würden das gemacht? Ha. Schade. Nicht durch das gute alte Absitzen der Zeit. Das gefällt mir nicht. Ich mag es eher zu warten. Oh Mann.
Ja, die Sucherei ist immer ein bisschen dämlich in den Dungeons. Vor allem, weil man 3 Stunden so rumsucht für im Endeffekt 2 Minuten Quest oder so. Ist dann schon ein bisschen ärgerlich manchmal. So. Hey, eine Truhe, als hätte ich's gewusst. Oh, unser erster Gürtel, Freunde. Jetzt rutscht uns die Hose nicht mehr weg. Also, wenn man das Hose nennen kann. Ist es ja auch nicht wirklich. Shit hier. Ich blende dich. Mann, ich blende dich. Oh ne, ich hab keine Geisteskraft. Okay. Habt ihr gesehen, wie professionell ich den geblendet hab? Ja? Der wusste gar nichts mehr, wo oben und unten ist der Typ. Wie konnte ich mit Schatzgoblin hier übersehen? Ich habe nicht genug Geisteskraft. Oh Mann. Ich hasse Schatzgoblins. Vor allem, wenn man noch keine Fähigkeiten hat. Toll, eine Armbrust. Für einen Nahkämpfer. Wie clever ist denn das? Das ist so überhaupt nicht clever. Sparklos. Oh, wir müssen Fässer kaputt machen. Wir mögen es Fässer zu zerstören. Oh nee, bis da runter muss ich noch. Wie weit ist denn das? Solche Trottel. Es ist auch schön, dass das so funktioniert. Ich blende euch einfach mal alle. Haha. So. Habe ich Gerüchte über Krieger. Aber aus Erfahrung wollen wir nichts. Wollen wir gar nicht erst. Brauchen sie gar nicht erst mit anfangen. So, Leryx Korridor. Ja, doch, passt. Ich krieg die Quest noch fertig. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ab. Des gefallenen Sterns hat mich erweckt und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Hallo, Leorik. Bringt mir seine Knochen. Ja, da hat ein kleines Aggressionsproblem, der Leorik. Aber um den kümmern wir uns später noch. So, wir müssen die Skelette tothauen. Auch jetzt Shitherb. Shitherb tut wieder auch. Oh, ein Kopfspalter. Ich blende ihn. Oh Mann. So was Dummes. Okay. Ach, einen Bogen. Clever. Hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Eure Zeit ist noch nicht gekommen, alter Mann. Folgt mir. Lea wartet auf euch. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohl auf ist. Ich habe das Schlimmste befürchtet. Ich habe die Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. Ich habe mein Wort gehalten und Leas Onkel Deckard Cain gerettet. Ich habe ihn vor dem Skelettkönig bewahrt, der mir nun den Weg zum gefallenen Stern versperrt. Ja, echt unfreundlich von diesem Skelettkönig. Meh, meh, meh. Genau, ich wollte was gucken. Und zwar... Ja, genau. Ach nee, ich komme hier noch nicht durch. Mach den Weg frei. Ich möchte passen. Spast. Okay, dann reden wir noch mit Lea. Okay, du lebst. Dank dir und deinem Freund hier. Die Zeit wird knapp.
Erzählt mir vom gefallenen Stern. Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Mein Geist wird stärker. Juhu, Stufe 6. Und wir haben ein Lederwams, das Bären. Nietschlacht. Ja, wir schauen immer krass aus. Meine Freunde. Okay. Dann verwursteln. Können wir jetzt langsam hier mal was machen? Breitachs des Lehrlings. Naja. Aber wir können die Stiefel des Lehrlings machen. Also guck mal hier, ich habe so unglaublich fucking Geschäfte zahlen sich aus. Schön. Ich habe eine Trophy bekommen. Ha. Okay, wird das ausgerüstet. Das kann auch schon von Haus aus ein bisschen mehr als das Geschwür. 8 Geschicklichkeit und ein Leben pro Sekunde, das ist okay. Das ist okay. Was konnten der jetzt noch? Lederwams. Naja, kann ja besser werden. Seht ihr? So, Waffen. Die Breitaxt. Ja, mal schauen, was bei rauskommt. Mal schauen, was bei rauskommt. Boah, ist schon mal besser als unser Dölchler. 5 bis 9 Schaden, das ist sogar fast besser als unser Wert und hat. Jetzt haben wir Leben und das. Okay, dann beende ich die Folge wieder mal hier. Bis. Ja. Bis zum nächsten Mal. Könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen, wenn ihr wollt. Aber wirklich nur, wenn ihr wollt. Das ist vollkommen euch überlassen. Abonniert mich. Favorisiert mich. Liked mich. Tschüss.